Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Es ist mal wieder soweit. Heute ist Samstag. Samstag bedeutet Hörspieltag, Kakerlakenparty. Ihr bekommt heute wieder nichts Neues. Aber alle Videos bzw. Audioaufzeichnungen von der vergangenen Woche. Das heißt, ihr hört alles ungeschnitten und völlig uncut, bis auf, dass die Pausen rausgeschnitten sind, damit es nicht allzu langweilig gestaltet ist. Die Videos eignen sich daher ganz gut zum Einschlafen, zum Zocken und zum Nebenbeihören. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag, Herr Stein. Herr Stein? Hm. Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Hegemann von Golden Gates Global bezüglich Ihrer Meldung. Darf ich fragen, wer ist für Sie jetzt mit Ordnung in Ordnung mit mir zu sprechen? Wenn Sie die Musik da im Hintergrund ausmachen, dann ja. Ja, also die Musik ist nicht mehr da, also es gibt viele, viele Kunden, viele anderen Kollegen, Mitarbeiter, deswegen Musik ist an. Ja, wir dann macht man also ja die Musik aus und nicht an. Leider kann ich es nicht machen, also einen Moment, ich mache es ein bisschen besser für Sie. Warum kann ich mich hören, also am Lautsprecher? Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Also, hallo? Sie Musik hören jetzt. Ist da noch einer? Okay. Entschuldigung, ich bin noch hallo? Da. Hallo? Hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Okay, wunderbar. Ja, aber also, die Musik da im Hintergrund ist lauter als Sie, also, nee, so nicht. Es ist nicht so laut, also hoffentlich können Sie mich hören, also ich... Nee. Sie können mich doch verstehen, ja? Nein. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an. Ja, Sie dann haben sich angemeldet bei unserem Partner. Und ja, aber erstmal die Musik ausschalten. Warum mögen Sie die Musik? Vielleicht soll ich eine andere Lieder anschalten. Nee, aus. Abschalten. Hallo? Ja, können Sie mich hören jetzt? Hallo? Hallo, Herr Stein. Ich kann mich im Hintergrund hören, das heißt, dass Sie können mich doch hören. Also, mein Name ist Markus Hegemann, ich rufe Sie aus von Golden Gates Global, also es ist unser Brokerfirma. Sie haben sich bei unserem Partner angemeldet und Interesse gezeigt für automatisiertes Handelssystem. Hallo? Ja, ich habe gesagt, wir reden erst weiter, wenn die Musik aus ist. Musik ist aus, was meinen Sie? Ja, abschalten. Musik ist aus. Nein, ist nicht aus. Respekt. Also ja, verarschen Stein, kann ich mich aus. Alleine. Die Musik läuft im Hintergrund. Nein, ich verarsche Sie nicht. Also Musik ich ist höre die aus. Musik. Aber vielleicht das ist in Ihrem Unternehmen. Vielleicht, so, also, reicht mir jetzt. Arbeit ich wünsche noch einen schönen Tag, ja? Tschüss. Hallo? Herr Stein, ich kann mich im Hintergrund hören. Hallo? Ich hab gesagt, wir reden Sag weiter, wenn die Musik aus ist. Okay, ja, aber Sie sind doch am Telefon noch. Also, das heißt, dass ich habe ein Interesse. Okay, mein Name ist Markus Hegemann. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Kann das sein, dass irgendwas in deinem Gehirn nicht funktioniert? Alles funktioniert. Nee, sehr scheinbar nicht. Wundertön, ich würde sagen. So, jetzt die Musik aus. Also, warum sprechen Sie so zu mir? Ja, weil mich das stört. Es Ihnen stört? Also ich brauche mit einer unseriösen Firma nicht weitersprechen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, und Sie sind unseriös. Ich rufe Sie an und also... Ich ja, ihr seid unseriös. Mach da jetzt die Musik kein aus. Kunde. Kein Kunde. Ja, gesagt, mach doch jetzt mal die Musik, also Musik aus. Stört. Ja, die stört. Mach aus. Die stört. Also Entschuldigung. Ja, nicht angenommen. Sie bitte jetzt meine macht er aus. Antworten, wenn Sie sprechen möchten. Also, leider kann ich meine Musik nicht ausschalten. Ja, dann können wir leider nicht miteinander kommunizieren, weil ich kommuniziere nicht mit Betrügern, währenddessen Musik im Hintergrund läuft. Ich habe es so leise gemacht, wie ja, es das interessiert ist. Mich nicht. Ausschalten. Ich weiß nicht, warum Ihr Betrüger das nicht kapiert, dass man die Musik im Hintergrund, das ist doch auffällig. Nur Betrüger-Callcenter haben Musik im Hintergrund. Keine normalen, legalen Callcenter. Nur Betrüger. Ja, nur Betrüger. Absolut ausschließlich also nur Betrüger-Callcenter. Haben Sie Erfahrung mit Betrüger schon? Ja, jede Menge. Die rufen jeden Tag mindestens 40 Betrüger an und lassen sich dann auf YouTube veröffentlichen, so wie du. Nein, ich doch. Rufe Sie als erstes Mal heute an. Ja, das weiß ich doch, aber interessiert mich auch gar nicht. Jetzt mach deine Musik da aus.
Sie haben sich vor kurzem bei uns angemeldet, also bei unserem Partner, Entschuldigung. Ja, kann es sein, dass irgendwas... Kann es sein, dass irgendwas in deinem Gehirn nicht funktioniert? Ich rede doch, glaube ich, klar und deutlich. Ich meine, dein Deutsch ist Kakerlakendeutsch. Das ist absolut unterirdisch, das wissen wir schon. Das ist bei jedem Betrüger so. Aber die Musik im Hintergrund, die ist wirklich absolut nervig. Und deswegen wäre es schön, wenn du die Musik jetzt endlich mal abschalten könntest. Of course. But I would really appreciate it. Hallo, was soll denn die Scheiße jetzt? Kannst du jetzt mal deine Drecksmusik da im Hintergrund ausmachen und du brauchst mich jetzt hier auch nicht auf Englisch voll labern? Okay. Wir haben einen deutschen YouTube-Kanal. Hier wird ausschließlich nur auf Deutsch beschissen, nicht auf Englisch. Actually, I would really appreciate it if you could speak ja, ich merke schon, bei dir ist irgendwas in deinem Gehirn komplett kaputt. Ich weiß nicht, was in deiner Kindheit falsch gelaufen sein muss, damit du so einen Job machst, aber das ist doch abartig. Das ist doch abartig, was du da machst. Ich denke dasselbe über Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Glück. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Stein ist mein Name. Stehe ich mit Gerold Stein an? Ich melde mich von der Online-Medienagentur. Sie haben am 11. September 2021 sich bei Lunch for Free und for You online registriert. Dadurch haben Sie Reisen in Wert von 798 Euro sowie einen Preis in Wert von mindestens 500 Euro. Okay. Also Sie bekommen innerhalb von 2 bis 3 Werktagen per Post 2 Reisen im Gesamtwert von 798 Euro. Oh, das ist ja cool, ja. Und wohin? Das geht einmal nach Costa Brava, Barcelona und der andere nach Norditalien, Garasi. Ah ja, cool. Und außer diesen Reisen bekommen Sie Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro. Sie sind einer von den griechischen Kandidaten, die ausgelost worden sind. Diese bekommen Sie entweder in Form von 500 Euro in bar überwiesen oder eine 8-tägige Flugreise in Wert von 799 Euro. Also, und alle Reisen sind für 2 Personen. Also, inklusive hin und bitteschön. Also, wie viele Preise habe ich da jetzt? 2 oder 3? Sie haben 3 Prämien erzielt insgesamt, Herr Steiner. Ach, 3 sogar. Ihre erste Prämien sind die beiden Reisen. Ah, ja, und cool. Außer diesen Reisen bekommen Sie Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro. Wie gesagt, Sie sind einer von den griechischen Kandidaten, die ausgelost worden sind. Diese bekommen Sie entweder in Form von 500 Euro in bar überwiesen oder eine 8-tägige Flugreise in Wert von 799 Euro. Dort alle Reisen sind für 2 Personen, inklusive Hin- und Rückflug, Übernachtung, Frühstück mit einer unbefristeten Gültigkeit. Auf Wunsch können Sie die auch schenken, verkaufen, da diese frei übertragbar sind. So, Herr Steiner, ein kurzer Datenabgleich, um Fehler zu vermeiden. Sie sind wohnhaft in Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. Ist das so aktuell bei Ihnen? Das ist richtig, ja. Okay, und zur Überprüfung Ihrer Person einmal Ihr Geburtsdatum, bitte. Ja, das ist der 17.07.92. Genau, ich veranlasse, dass Ihnen in den nächsten Tagen alles per Post zugesendet wird. Sondern Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro, das erhalten Sie separat per Banküberweisung. Auf welche Bankverbindung möchten Sie die haben? Mit welcher Bank arbeiten Sie denn zusammen? Da bin ich bei der Landesbank. Okay, wie lautet die IBAN oder die Kontonummer? Da habe ich die IBAN. Also, da muss ich mal mein Portemonnaie holen. Da muss ich mal auf die Karte gucken. Und wann wird denn das ausgezahlt? Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro bekommen Sie nach 3 Monaten. Und bis dahin werden Sie mit Ihrer dritten Prämie 3 Monate lang an unserer Sonderaktion dabei sein, Herr Steiner. Das erkläre ich Ihnen auch gleich. So, dann habe ich jetzt hier die IBAN. So, das ist dann die DE 43105000920018963. Also ich weiß nicht, ob ich alles mitbekommen habe. Ich wiederhole es Ihnen nochmal, Herr Steiner. Also DE 43 ja. 100 ja.
die 5. Ja. Dann kommt 2, 4 mal die 0. Ja. Dann kommt die 9, 2, 0, 0. Nee, denn da fehlt noch eine 0. Also ist das 5 Nullen dann? Insgesamt 5, ja, also an der Stelle. Also insgesamt sind es noch mehr, weil da sind ja nochmal 2 mal 0 insgesamt drin. 2, 3, 4, 5. Okay, und dann nach dem 5 Nullen kommt die 9, 2. Ja. Dann kommt die 0, 0. Ja. 1, 8. Hm. 9, 6, 3. Ja, genau. Hm. Okay, also habe ich mitbekommen. Gut, das ist die Landes-Berliner Bank, wurde bei mir bestätigt. Sie sind auch selbst der Kontoinhaber. Hm. Okay, zwei Steine. Wie gesagt, Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro bekommen Sie nach 3 Monaten. Bis dahin werden Sie mit Ihrer dritten Prämie 3 Monate lang an unserer Sonderaktion dabei sein. Das bedeutet, dass Sie mit einem Vorteilszertifikat, die eine 100%ige Gewinngarantie beinhaltet, jeden Mittwoch und jeden Samstag pro Ziehung mit jeweils 120 Tipplein. Plus 10 mal Spiel 77 an der Deutschen Lotterie 6 aus 49 und so wie zusätzlich jeden Freitag mit 30 Tipplein bei der Eurojackpot Lotterie Europas teilnehmen. Hier werden ebenfalls alle erzielten Gewinne auf Ihr Konto gutgeschrieben. Ja? Also habe ich da jetzt noch Lottoscheine gewonnen? Genau. Sie bekommen monatlich Lottoscheine im Wert von 1600 Euro, Herr Steiner. Das ist eine Menge, ja. Und wie gesagt, hier werden ebenfalls alle erzielten Gewinne auf Ihr Konto gutgeschrieben. Mhm. So, und Ihre persönlichen Zahlen für den Einzeltipp, mit denen Sie jeden Samstag zusätzlich an der Deutschen Lotterie 6 aus 49 teilnehmen, sind bereits vorreserviert. Möchten Sie Ihre persönlichen Glückszahlen selber nennen oder soll es der Zufallsgenerator für Sie bestimmen? Da nehme ich eigene Zahlen, denn. Okay, dann 6 Glückszahlen von 1 bis 49, Herr Steiner. Wie viel müssen das sein? 6. 6 Zahlen von 1 bis 49. Genau. Dann nehme ich erstmal die 17. Die 17? Ja, dann nehme ich die 19. Ja. Dann die 92. 92. Bis 49 gehen die Glückszahlen. Achso, na dann machen wir 92. 92. Okay. Die 9 und die 2. Noch 2 Stück. Noch 2 Stück. Dann nehme ich die 77. Bis 49 gehen Ach die Glückszahlen. Ach ja, das habe ich vergessen. Nehmen wir noch die. Also, wir haben jetzt die 2. Die 9, 17, 19. Ja, genau. Und dann noch die 33. Die 33. Okay, und noch eine. Ach, noch eine. Dann nehmen wir, geht die 7 noch? Die 7 noch. Mhm. Okay, dann haben wir es jetzt. Und ein Superzahl von 0 bis 9. Achso, aber da darf nur eine Zahl sein. Nur eine Zahl, genau. Von 0 bis 9. Ja, was kann man denn als Superzahl so nehmen? Von 1 bis 9, was Sie möchten. Dann suchen Sie sich da mal eine aus. Sie können ja auch die Zahl 7 zum Beispiel eintragen, wenn Sie möchten. Ja, Superzahl. Dann nehmen wir die, ja. Okay, dann habe ich das hier eingetragen. Okay, also ich nenne Ihnen die einmal, die 2, 7, 9, 17, 19, 33 und die Superzahl für den Jackpot lautet 7. Genau, ja, die nehme ich. Dabei diese Sonderaktion, das allgemeine, von diversen großen Werbesponsoren finanziert wird, übernehmen Sie dabei nur eine minimale Service- und Bearbeitungsgebühr für den monatlichen Rundumservice der kompletten Dienstleistung. Aber vorerst bekommen Sie innerhalb von 2 bis 3 Werktagen per Post die kompletten Unterlagen mit einem Vorteilszertifikat sowie die beiden Reisen
und ein Exemplar der AGBs. Somit haben Sie die Gelegenheit, alles auf seine Richtigkeit zu überprüfen, Herr Steiner, ja? Was ist denn ein Vorteilszertifikat? Vorteilszertifikat heißt, dass es auf Ihren Namen persönlich sieht, was eine 100%ige Gewinngarantie beinhaltet, Herr Steiner. Ach so. Das wird mit dem Unterlagen zugestellt. Und wer hat das Zertifikat ausgestellt? Ja, diese, wo Sie jetzt 3 Monate dabei sind, bei der Sonderaktion, okay. Herr Steiner. Hm. Genau. Und wie gesagt, so wie ein Exemplar der AGB, somit haben Sie die Gelegenheit, alles auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Und daraufhin erfolgt dann am 15. Dezember 2021 die erste Abbuchung für den monatlichen Service- und Bearbeitungsgebühr von 74,90 Euro. Und am 15. Januar beginnt für Sie die Sonderaktion, geht 3 Monate. Nach Ablauf der 3 Monate bekommen Sie dann, wie gesagt, Ihre zweite Prämie von mindestens 500 Euro, entweder in Form von 500 Euro in bar oder eine 8-tägige Flugreise im Wert von 799 Euro. Ich habe aber jetzt noch nicht verstanden, wie jetzt Abbuchung. Sie haben ja gesagt, ich habe was gewonnen. Genau. Ja. Sie haben 2 Reisen, ein Mindestpreis 500 Euro und die tolle Sonderaktion erzielt, Herr Steiner, die Lotterie. Das ist schon alles für Sie finanziert. Denn das Einzige, was auf Sie zukommt, ist ein Service- und Bearbeitungsgebühr, was am 15. Dezember 2021 74,90 Euro fällig ist von Ihrem Konto, Herr Steiner. Und das wird nur einmal abgebucht, oder wie? Sie erhalten jeden Monat erneut den gesamten Rundumschluss der kompletten Dienstleistung. Aus diesem Grund ist es monatlich, Herr Steiner. Aber Sie sind alle 3 Monate abgesichert. Das heißt, da Sie einer von den ausgelosten Kandidaten sind, erhalten Sie eine 100%ige Gewinngarantie in Form eines Zertifikats, welches personalisiert auf Ihren Namen ausgestellt wird. Damit wird gewährleistet, dass Sie garantiert jeden Monat an der Lotterie Gewinne erzielen werden und mit Ihrem Zertifikat sind Sie zusätzlich mit einer Geld-Zurück-Garantie abgesichert. Das bedeutet, sollten Sie monatlich an der Lotterie keine Gewinne erzielen, so wird Ihnen der monatliche Beitrag für den jeweiligen Monat in Folge wieder zurückerstattet. Das ist Ihre Garantie, sowohl dann auch gleichzeitig Ihre Sicherheit. Na, und was ist da jetzt der Service? Bitte? Na, Sie sagten, das ist eine Servicegebühr. Und wo ist da jetzt der Service? Genau. Das erkläre ich Ihnen. Für den Bereich der Leistung ist im Grunde gesehen, wie gesagt, der monatliche Beitrag 74,90 Euro, die Service- und Bearbeitungsgebühr, weil bei dieser Sonderaktion müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir als Verwaltungsservice übernehmen für Sie die kompletten Zusammenstellung, kümmern uns um die reibungslose Abwicklung, kaufen Ihre Zahlen dahin ein und leiten diese ordnungsgemäß an die staatlichen Landeslotterie weiter. Wir informieren Sie per Post kurz vor der Erzielung über die getippten Zahlen und erstellen nach jeder Runde Ihren monatlichen Gewinnreport und leiten diesen ebenfalls an Sie weiter. So können Sie auch selbst verfolgen, ob Ihre Zahlen gewonnen haben. Und ganz wichtig, die Auszahlung der Gewinnsumme wird monatlich von unserem Treuhänder auf Ihr Konto gutgeschrieben, Herr Steiner. Mhm. Was ist ein Treuhänder? Bitte? Was ist Treuhänder? Treuhänder heißt, das, was Sie jeden Monat, was Sie bei der Lotterie gewinnen, wird von unserem Treuhänder auf Ihr Konto gutgeschrieben. Und falls Sie nichts gewinnen sollten, wird aus Ihrem Konto wieder zurückerstattet. Das ist der Treuhänder, der das Ganze für Sie macht. Okay. Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Doch jetzt. Also, okay, Herr Steiner, der Ablauf ist ja so, dass Sie erst in den nächsten 2 bis 3 Werktagen die kompletten Unterlagen bekommen. Hm. Mit Ihren beiden Reisen, mit Ihrem Vorteilszertifikat und ein Exemplar der AGB. Somit haben Sie alles schwarz auf weiß vorliegen, haben die Gelegenheit, alles auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Die erste Service- und Bearbeitungsgebühr ist erst am 15. Dezember. Oder wenn Sie möchten, kann ich auf Ihren Wunsch am 1. Januar verschieben. Vorher wird er nicht abgebucht. Na, nur so, dass ich meinen Gewinn dann am schnellsten bekomme. In 2 bis 3 Werktagen bekommen Sie schon die beiden Reisen zugestellt, Herr Steiner. Ach so, ja. Na, dann ist egal. Okay, gut. So, sollte da irgendwelche Fragen auftauchen, in den Unterlagen sind Kontaktdaten dabei. Sie können von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 17 Uhr jederzeit auf sich kontaktieren.
So, ist jetzt soweit alles für Sie verständlich? Gibt es irgendetwas Unklares? Weiß ich nicht, ich denke. Okay. Gut, wie gesagt, nachdem Sie die Unterlagen bekommen haben, sollten Sie irgendwelche Fragen auftauchen, können Sie sich ja auch melden, Herr Steiner. Ich bin die Frau Stein. Merken Sie sich meinen Namen. Bei dieser Sonderaktion werde ich Sie 3 Monate lang begleiten, ja? Mhm. Gut, dann kommen wir zu einer Sicherheit für Sie. Danach bin ich auch fertig. Nachdem wir aufgelegt haben, bekommen Sie einen Kontrollanruf von unserer Vermittlungsgesellschaft FAS-Team, die eine elektronische Bandaufzeichnung mit Ihnen durchführen werden. Dies dient zur Überprüfung meiner Arbeit, ob ich Sie auch wahrheitsgemäß informiert habe. Dort wird nochmals ein Datenabgleich durchgeführt. Um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden, werden Sie aufgefordert, Ihr Geburtsdatum und Ihre Kontonummer anzusagen. Ferner wird man Ihnen die Zusendung der Reisen sowie die Unterlagen erwähnen, Herr Steiner. Mhm. Und wir weisen Sie auf die AGB von unserer Vermittlungsgesellschaft FAS-Team hin, die auf der Webseite von FAS-Team zu finden sind. Ein Exemplar der AGB werden Sie in den nächsten Tagen auch in Ihren Unterlagen. Haben Sie noch eventuelle Fragen, die ich Ihnen gerne beantworten würde, da die Kontrollabteilung für die Beratung nicht zuständig ist? Ja, wie lange machen Sie denn schon den Betrug da am Telefon? Was heißt das denn jetzt Betrug, Herr Steiner? Ja, das ist ja Betrug, was Sie machen. Erstens ist das Kalterquise, das ist illegal. Das zweite ist, Sie rufen mich mit einer Handynummer an, die gespooft ist, die nicht rückrufbar ist. Das ist auch illegal. Und dann ist das hier ein versteckter Werbeanruf mit irgendwelchen Prämien, die nicht mal das Geld wert oder nicht mal das Papier wert sind. Und das geht eigentlich und allein eigentlich nur darum, mir ein Lotto-Abo an die Backe zu nageln. Ja, schönen Morgen, Herr Thaler. Ja. So, sehr schön. Mein Name ist Abelina Schneider und ich bin Vertreterin des analytischen Consulting-Unternehmens FinCloud. Sie haben gestern Interesse an unser Projekt gezeigt und haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Stimmt so? Nö, gestern habe ich nichts gemacht. So, Sie haben das gestern um 5 Uhr gemacht. So, okay, Herr Thaler, sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung mit Kryptowährungen oder Mining? Also dadurch, dass Sie hier anrufen und mich als allererstes anlügen und dann noch was fragen, nee, ich antworte Ihnen nicht. So, sehen Sie, Sie haben Ihre Kontaktdaten selbst hinterlassen? Nein, habe ich nicht. Um 5 Uhr, ich glaube, Sie haben einen Dachschaden, oder? Sitzen Sie morgens um 5 Uhr am Computer und registrieren sich bei irgendeinem Betrügerunternehmen? So, ich weiß nicht, wann Sie, ja. Ja, ja. So, ich sehe nur Informationen in meinem System. Ja, aber die stimmt ja nicht. So, ja, Sie haben kein Interesse an ein zusätzliches Online-Einkommen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mich nicht anlügen lasse. So, noch einmal. Haben Sie kein Interesse an unser Projekt und ein zusätzliches Online-Einkommen, oder? Habe ich doch gerade beantwortet. Mit dem letzten Satz, sind Sie bescheuert? Fehlt bei Ihnen irgendwas? Sagen Sie mir bitte, Herr Thaler, haben Sie Interesse oder nicht? Kann es sein, dass du behindert bist oder irgendetwas in deinem Gehirn fehlt? Warum sprechen Sie so mit mir? Ich frage nur. Weil du kein Deutsch verstehst. Nein, das war keine normale Frage. Du sprichst kein Deutsch. Du bist dämlich. Du fragst immer wieder gleiche Frage und jede Antwort vielen gleiche. Vielen Dank für dieses Kompliment, Herr ja, Thaler. Aber bitte ich schön. Frage nur eine Frage. Sie haben kein Interesse, richtig? Diese Frage habe ich Ihnen bereits 5-mal beantwortet. So, warum sprechen Sie mit mir so? Das ist meine Weil Arbeit. Sie Anrufen sind und doof. Fragen. Weil Sie nicht intelligent. So, sind Sie intelligent? Nein. Ich Sie sind Nein, nicht intelligent. Ich weiß, dass Sie nicht intelligent sind. Sie sind nicht intelligent mit mir. Ja. Kann sein. Aber das liegt an. So, aber warum? Sind Sie Rassist oder? Was? Sind Sie Rassist? Sagen Sie mir über mein Deutsch. Und ich frage nur eine Frage. Ich rufe Sie an, weil Sie Interesse an unser Projekt gezeigt haben. Und Sie haben Ihre Kontaktdaten selbst hinterlassen. Ich habe. Welche Fragen um haben Gottes Sie? Um Gottes Willen. Irgendwas stimmt das mit dir nicht. Irgendwas stimmt mit dir wirklich nicht, Püppi. Bei dir ist was richtig kaputt. So, haben Sie nicht gehört?
Ich frage Ihnen. Und Sie können das nicht antworten und ich bin dumm, ja? Sehr logisch, sehr logisch. Aber ich frage nur, haben Sie Interesse an unser Projekt? Oder nein? Und wie alles? Oft willst du mich das jetzt noch fragen? Ich habe da, glaube ich, jetzt schon 8-mal drauf geantwortet. Immer wieder, ich habe dir diese Frage bereits 8-mal beantwortet. Bist du doof? So, nein oder ja? Sagen Sie bitte, Herr Thaler. Können Sie das nicht machen oder was? Ich verstehe nicht. Ja, ich weiß, wenn dass Sie du nicht verstehst, weil dein Deutsch ist absolutes Kakerlakendeutsch. Absolut unterirdisch. So, Sie haben kein Interesse, ja? Habe ich nicht gesagt. So, Sie haben Interesse, aber Sie sprechen mit mir so. Warum sprechen Sie mit mir so? Weil du eine Scheißbetrüger und Abzockerin bist. Ich? Ja. Warum denken Sie so? Ja, du bist kriminell. Sowas will ich nicht am Telefon haben. Ich bin nicht kriminell? Na doch, eigentlich schon, aber... Was sagen Sie? Ja, ich sage, dass du kriminell bist. Das ist ein Quatsch, das ist ein Quatsch. Ein Quatsch, ne? Ein Quatsch, ein Quatsch. Du kannst nicht mal Deutsch, du bist ganz schön doof. Kann es sein? Ein Quatsch, ein Quatsch. So, sehr... Sehr kluge, sehr ja, kluge ja. Mann. Ja, sehr kluge Frau am Telefon, ganz blöd. Sie, ja, ganz blöd. Meine Zeit. Ja, ja, verschwenden Sie meine Zeit. Ja, Interesse. Ja, klar. Ja, ja, klar. Hm. Ja, klar. Hm. Sie Was können gut Flüssigdeutsch. Flüssigdeutsch, sehr schön. Sie können sehr gut reden. Ja, können Sie gut, Was ja. Was machen Sie? Das ist ja. Hm, oh sehr klug, Sie sehr klug sein, ja. Sie so, sehr intelligent. Sie, Herr Thaler, wenn Sie, Sie kein unfassbar Interesse haben. Intelligent, ja, sehr intelligent sind Sie, ja. Okay, Herr Thaler, sehr interessant. Ich verstehe Ihre Logik nicht. Ja, Sie können ja auch gar nicht. Sie sind einfach nur eine Kakerlake. Abzocker und Betrüger verstehen halt kein Deutsch, das ist richtig. Sie sind kriminell. Sie sind eine Scheißkriminelle. Nein, das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da am Telefon versuchen. Und Sie verstehen kein Deutsch. Sonst hätten Sie die Frage, die Sie mir 8 oder 9 Mal gestellt haben, auch irgendwann mal kapiert, meine Antwort. Aber das reicht bei Ihnen irgendwas im Gehirn dazu nicht, dass Sie das verstehen. Ich meine, dazu bleiben Sie ja auch so die ganze Zeit so lange am Telefon und dann quatschen Sie mir auch mit jedem Scheiß, jedes Mal quatschen Sie mir ins Wort, ohne mich ausreden zu lassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Finden Sie das denn in Ordnung? Nein, ich habe keine schlechte Erfahrung, aber ich weiß nicht, was Sie die ganze Zeit von mir wollen. Ja, weil Sie komplett bescheuert sind. Sie haben nichts in der Birne. Sie haben in Ihrem Leben überhaupt nichts geschafft, außer die Menschen zu betrügen. Mehr machen Sie ja nicht. Sie sind ja komplett bescheuert. So, sagen Sie mir, ja, ich warum, weiß, hm, genau, Sie, ja. Ja, genau. Betrüger sind. Ja, weil Sie so doof sind, deswegen denke ich das. Weil da eine absolute Kakerlake am Telefon sitzt, die überhaupt nichts in ihrem Leben geschissen bekommen hat. Bist du jetzt fertig beim Kacken, okay, oder so. Warum hast du gerade gestöhnt? Sagen Sie bitte eine Frage. Ja. Haben Sie Fragen? Stellen mir Fragen. Ja, Sie können doch gar nichts beantworten. Ich verstehe dieses Gespräch nicht. Na, ich dachte, Sie können Deutsch, Sie können es aber nicht, weil Ihr Gehirn nicht funktioniert. Warum unterbrechen Sie mich? Na, Sie unterbrechen mich doch ständig. Sie fallen mir doch jedes Mal ins Wort, wenn ich irgendwas erzählt habe, oder nicht? Natürlich. Ja, genau. Sie verschwenden meine Zeit. So. Nein, andersrum. Sie verschwenden meine Zeit. So, haben Sie kein Interesse? Sagen Sie mir, ich habe kein Interesse. Und dann ich auflege. So. Ja, das habe ich doch nicht gesagt. Aber ich wette, haben Sie kein Interesse, ich wette, oder? Das Gespräch auch beinahe trotzdem, ohne dass ich das sage. Herr Thaler, sagen Sie bitte ja oder nein und alles. Nur ein Wort. Können Sie das machen? Ein Wort. Weil ich so intelligent bin, lache ich immer, wenn ich was nicht verstehe. Oh Gott. Oh Mann, ey. Du bist aber wirklich damals vom Wickeltisch irgendwie runtergefallen, kann es sein? Oder irgendwie gegen Lampenmast mit deinem kleinen Dreirad gefahren oder so? Oder wurdest du verprügelt und das war zu heftig? Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt bei dir. Ja, Herr Thaler, aha, natürlich. Ja. Okay, können wir dann jetzt weitermachen?
Ja, sehen Sie, Herr Thaler, wenn Sie mit mir so sprechen, ich blockiere Sie, ja, und setze Ihre Daten in den Block, ja, also Sie können nicht, ja, in Bahn gehen und so weiter. Und natürlich, ich gehe zur Kannst du das nochmal auf Deutsch übersetzen, was du gerade gesagt hast? Verstehen Sie kein Deutsch? Das ist nicht mein Problem. So, ich so was kann ich mir von der Kakerlake. Wunderschönen guten Tag, sprechen Sie mit Gerold Steiner. Mhm. Hallo Herr Steiner, die Frau Thomas vom Unternehmen Alvexo, ich grüße Sie. In welchem Unternehmen? Alvexo, der Online-Broker. Aha. Im Handel. Sie haben sich nämlich gerade eben angemeldet, um am Handelsmarkt Geld zu verdienen. Ist das richtig? Nö, bei Ihnen nicht. Na, Sie haben sich auf Elite Trading Club angemeldet. Ist das richtig? Nö, auch nicht richtig. Also hier steht, dass Sie sich da angemeldet haben und wir sind dementsprechend der deutsche Raum dazu. Nö, ich habe eine Webseite aufbekommen mit Tandem Markets. Mit Tandem Markets? Ja. Okay, sehr komisch. Bleiben Sie mal kurz an der Leitung, ja, Herr Steiner? Hm. Ach, dieses Callcenter wieder mit der Musik. Tja. Sehr, sehr seltsam. Herr Steiner, eine kurze Frage. Wo haben Sie sich nochmal registriert? Keine Ahnung, ich habe hier so eine E-Mail bekommen, da steht drin, Sie stehen auf der Warteliste, um in 17 Minuten 800 Euro zu verdienen. Und da habe ich auf den Link geklickt. Okay, genau. Und da kommen Sie bei mir raus. Ja, aber Sie passen ja nicht zu der Webseite. Sie sagen ja einen ganz anderen Firmennamen. Naja, zu welcher Webseite denn? Na, Tandem Markets. Tandem Markets? Ja, das ist die Seite, auf der ich... Tandem Markets. Schauen Sie mal, ich bin doch auf der Webseite und sogar die Domain steht oben drüber. Erzählen Sie mir doch keinen Blödsinn. Hier steht Tandem Markets. Herr Steiner, ich möchte Ihnen doch nur helfen. Sie haben sich angemeldet, um am Handelsmarkt Geld zu verdienen. Wir sind der deutsche Raum dafür, um Ihnen bei der Prozedur zu helfen. Mhm. Es geht doch nur um den deutschen Raum. Ja, aber Sie haben doch einen ganz anderen Firmennamen gesagt. Es ist doch genauso, wenn Sie bei Google jetzt Nike-Schuhe angeben, und da kommen verschiedene Unternehmen, die Nike-Schuhe anbieten. Da wird der deutsche Raum ausgewählt. Ja, aber Sie sagen doch einen ganz anderen Firmennamen als die Webseite, auf der ich jetzt hier bin. Wie Sie als erst auch kein Tandem-Market eröffnen konnten. Ja, ich bin doch aber auf Tandem-Market. Hab doch die Seite auf, die ging doch gerade auf. Sie ging nach Ihrer Registrierung auf? Ja. Sofort danach. Wie heißt das Unternehmen da? Na, Tandem Markets. Habe ich doch jetzt 3, 4, 5 Mal gesagt schon. Wie heißt die Seite? Nicht die Seite, wo Sie sich angemeldet haben. Ja, habe ich doch auch schon erzählt. Ich habe eine E-Mail bekommen und da habe ich drauf gedrückt. Okay. Können Sie mir einmal das URL einmal vorlesen? Die URL, die soll ich jetzt komplett vorlesen. Sind Sie sich da sicher? Die hat über 1000 Zeichen. Nur die ersten 10, bitte. Die ersten 10. Also https://bi. Das waren jetzt 10. Es geht mir darum, bei welcher Seite Sie sich angemeldet haben, um zu helfen. Was kommt denn nach dem BI? Ich sollte doch bloß die ersten 10 sagen, habe ich doch gerade gemacht. Okay, gut. Herr Steiner. Ich sehe, Sie möchten nicht mit mir gemeinsam zusammenarbeiten, ja? Finden Sie es raus? Sie naja, ich würde das anders formulieren. Ich würde eher sagen, Schauen Sie sich da genau das Impressum an. Ja, gibt's ja nirgendwo auf den Betrügerseiten. Das ist ja das Problem immer. Na sehen Sie, wir haben Regulierung. Wir haben das Impressum, wonach Sie suchen. Deshalb rufe ich Sie doch an. Ich habe ja gerade noch nicht danach gesucht. Sie haben nicht danach gesucht. Nö. Aber das ist doch wichtig, wenn Sie doch Geld verdienen möchten. Aha. Das ist das. Und sowas erzählt mir eine Betrügerfrau am Telefon. Wie bitte? Eine Betrügerfrau? Ja, Sie sind Betrügerin. Ach so, denken Sie wirklich, ich gehe mit meinem echten Namen an die ganze Sache ran? Ja eben, so arbeiten Betrüger, ganz genau. Ach so, okay, gut. Gut, schauen Sie mal, Herr Steiner. Ja, schauen Sie sich das Unternehmen genau an. Ich,
ich spreche von Tandem Markets. Zahlen Sie da ein, ja, machen Sie Ihre Erfahrung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, ja. Und eines Tages werden wir uns nochmal unterhalten. Ja, schönen Tag noch. Betrüger. Grüße Sie hier von Alvexo. Sie haben soeben mit meiner Mitarbeiterin gesprochen, Herr Steiner. Ja, kann sein, ja. Hm? Das kann sein. Okay, Herr Steiner, ich habe eine kurze Frage an Sie. Ja. Haben Sie tatsächlich Langeweile oder was war das Gespräch, wenn ich fragen darf? Ja, haben Sie Langeweile oder warum rufen Sie mich jetzt hier nochmal an? Na, weil Sie sich registriert haben und meine Mitarbeiterin beleidigt haben. Nee, habe ich nicht. Das ist eine Lüge. Doch. Nein. Nee, doch, haben Sie. Sie haben gesagt, eine Betrügerfrau. Ja, ist ja auch richtig so. Ist ja keine Beleidigung. So. Das ist ja, entspricht ja den Tatsachen. Sie sind ja letztendlich auch nichts anderes als ein wertloser Betrüger. Ein wertloser Betrüger? Richtig. Alles klar, Herr Steiner. Nein, Sie können mich sehr gerne aufnehmen. Ich merke auch, dass Sie mich aufnehmen. Ich habe damit gar kein Problem. Ja, ja, für YouTube, ist klar. Für YouTube, natürlich. Gar kein Problem, Herr Steiner. Schauen Sie sich bitte das Unternehmen an. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie Persönlichkeitsstörungen haben. Nehme ich stark an. Nee, ich denke mal, dass Sie Persönlichkeitsstörungen haben. Sonst würden Sie Ihre Minderwertigkeitskomplexe nicht so ausgleichen, indem Sie die Leute abzocken am Telefon. Genau, wir zocken Leute am Telefon ab, haben Sie recht. Schauen Sie sich bitte das Unternehmen einmal an. Ja, schauen Sie auch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland. Ja, da stehen Sie ja nicht drin, da habe ich gerade nachgeschaut. Ich bin ja nicht dann doof. Sie mal, okay, alles. So, doch sind Sie. Nee, definitiv doch. Nicht. Verzeihung, sind Sie. Ja, ja. Ich meine, ihr seid ja schon zu blöd. Ihr seid ja schon zu blöd, um den Betrug richtig zu koordinieren. Ich melde mich auf eurer Betrugswerbewebseite an und komme auf einer völlig anderen Webseite raus, als ihr mir jetzt hier am Telefon erzählt. So blöd war tatsächlich noch kein Abzocker von euch. Ja, wirklich? Ja. Okay, alles klar. Darf ich ja fragen, warum wir mit unserem echten Namen arbeiten sollen? Ihr arbeitet ja nicht mit euren echten Namen, ist ja witzig. So ein Blödsinn. Ja, schauen Sie doch gerne nach. Ja, natürlich. Oder wo soll man denn da bitte nachschauen? Das ist jetzt ja komplett okay, dann hohl. Dann kommen Sie doch in unser Büro vorbei. Genau, deine Adresse bitte? Sehr gerne. Blitzestraße, Berlin. Wie heißt die Straße? Blitzestraße. Nicht Blitzestraße. Ja, dann mal... Sie haben schon verstanden. Ja, eben ja nicht, habe ich ja nicht. Sie zeichnen mich doch aus, dann können Sie es ja nach dem Gespräch machen. Ja, ich würde jetzt gleich mal direkt reingucken. Na, können Sie doch nach dem Gespräch machen, nachdem Sie mich aufgenommen haben. Ah ja, genau. Also ist die Straße nicht existent, genau. Okay, werden Sie ja dann sehen, ne? Mhm. Herr Steiner? Macht es eigentlich Spaß, so im Betrüger als Callcenter zu arbeiten und die Leute zu verarschen? Nee. Ja, und warum macht ihr uns? Ja doch, das macht ihr. Okay, alles klar. Dann rufen Sie bitte morgen bei der BaFin an und fragen Sie nach, ja? Brauche ich nicht morgen bei der BaFin anrufen, weil ich habe es gerade eingegeben und ihr existiert dort nicht. Okay, dann schauen Sie bitte auf unserer Plattform nochmal genau nach, unter welchen Namen Sie nachschauen müssen. Ne, das ist nämlich die VPR. Und ja, das ist ja Blödsinn. Ihr müsst unter dem Namen zu finden sein, wie die Domain heißt. Herr Steiner, komm, hören Sie auf. Ja. Ja, wenn Sie Langeweile haben, wir haben keine Langeweile. Naja doch, ihr habt Langeweile. Ihr seid einfach armselige Abzocker und Betrüger. Mehr seid ihr nicht. Schönen guten Tag, ich spreche mit Gerald Steiner. Jo, sieht so aus. Anna Meyer, Sensitiv. Sie haben sich vor kurzem bei unserer Handelsplattform angemeldet. Sie heißen Anna Meyer. Naja, richtig, von Sensitiv. Also Sie haben die Interesse vertreten, richtig? Ja, könnte man so sagen, ja. Super, also sagen Sie mir bitte, haben Sie die Erfahrung in diesem Bereich? Also Sie haben früher gehandelt, ja? Nee, das habe ich nicht, nee. Haben Sie nicht, also Sie haben... Keine. Also kein Problem, ich kann Ihnen alles erzählen und erklären. Na dann los. Sie haben zwei Möglichkeiten, Sie können automatisch handeln oder mit dem Berater. Das bedeutet, dass für Sie handelt ein Roboter. Er kauft Kryptowährungen beim niedrigsten Preis und verkauft beim höchsten Preis, wobei die Differenz berücksichtigt sind. Und diese Differenz ist Ihr Profit. Alles ist klar? Oder haben Sie einige Fragen? Das war's jetzt schon, oder wie? Mit der Erklärung. Super. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie jetzt Zugang zu dem Computer? Ich habe jetzt Zugang zu einem Computer, ja. Super. Also jetzt, ich kann Ihnen unseren Link schicken und kann Ihnen alles erzählen. Wollen Sie den nicht lieber buchstabieren, den Link? Nein, es wäre besser, wenn ich Sie per WhatsApp oder per E-Mail schicke. Ich denke, Sie wollen mir den buchstabieren. Meine Frage ist, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Mit 10 Euro. 10 Euro? Aber mit
mindestens Betrag ist 250 Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben mich vorher gefragt, mit wie viel Euro ich anfangen möchte und ich habe gesagt 10 Euro. Dabei bleibe ich. Okay, aber ich sage, das minimale Betrag ist 250 Euro. Buchstabieren wir mal den Link. Sie können nur mit dem Betrag 250 Euro. Ja, ja, buchstabieren wir jetzt den Link hier. Nein, ich kann Ihnen nur per WhatsApp oder per E-Mail schicken. Nee, das ist kaputt. Aber warum nicht? Na, weil ich es buchstabiert haben möchte. Also, aber ohne Fälle, wenn Sie möchten, ohne Fälle alles machen, soll ich Ihnen nur schicken, per WhatsApp oder per E-Mail. Na, sind Sie denn nicht in der Lage, das ohne Fehler zu buchstabieren? Aber sagen Sie mir bitte, mit 10 Euro anfangen, es ist unmöglich. Ja, dann sagen Sie mir doch erstmal, von welcher Webseite aus Sie anrufen. Wie bitte? Ich sagte, sagen Sie mir doch erstmal, von welcher Webseite Sie aus mich anrufen. Fenstertrick. Wie heißt die Seite? Fenstertrick. Aha. Können Sie mir das mal buchstabieren jetzt? Ja, hallo? Ja. Hören Sie mich? Wer ist denn da jetzt? Anna Meier, wir haben gerade gesprochen. Aha. Soll ich buchstabieren? Ja. Also S wie Siegfried, E wie Emil, N wie Nordpol, S wie Siegfried, E wie Emil und dann Fred. Buchstabieren Sie mal. Theodor, Richard, Anton, Dora, Emil. Sehen Sie, geht doch. Ja, aber warum? Ja, weil ich das mir gerne buchstabieren lasse. Ach so, ich kann Ihnen einen Link schicken. Nö, jetzt haben wir es ja buchstabiert. Jetzt reicht es schon so. Okay, wann möchten Sie dann anfangen? Na, wann kann man denn anfangen? Sofort. Ich kann Ihnen alles schicken und weiterhelfen bei der Aktivierung. Was wollen Sie mir denn schicken? Einen Link. Wozu? Jetzt bin ich doch auf Ihrer Seite. Okay. Was sehen Sie auf... sind Sie vor dem Computer oder wo sind Sie? Ja. Okay, was sehen Sie auf dem Display, auf dem Bildschirm? Ja, so eine orange, also eigentlich eine weiße Seite, aber so mit so schwarz, so dunkelblau, schwarz, orange Logo, so. Okay. Dann sind Sie schon drin. Haben Sie sich schon angemeldet? Ja, ist wie mit Boris Becker. Da bin ich schon drin. Okay. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail sagen? Warum? Ich wollte mal prüfen, ob Sie die richtige E-Mail-Adresse gegeben haben. Ja, ich habe die richtige gegeben. Können Sie bitte mir sagen? Warum? Das steht doch da, oder weil nicht? Na, Sie wir müssen, also ich bin Ihre Account-Managerin. Wir müssen Ihre Daten überprüfen, ob das richtig ist. Aha. Ja, die sind... Aufgabe. Die Daten, die ich eingegeben habe, die sind richtig. Ja, bitte die E-Mail. Na, das haben Sie doch da alles stehen, oder nicht? Ja, ich wollte aber kurz überprüfen. Ist das ein Problem? Wüsste jetzt nicht, warum. Also. Ja, das ist meine Aufgabe. Das ist mein Job. Ich sollte Ihre Daten überprüfen. Das ist aber ein komischer Job. Herr Steiner, und was machen Sie beruflich? Was geht Sie das an? Also Moment bitte. Sie haben sich jetzt gerade auf unserer Online-Plattform angemeldet. Das stimmt ja so nicht. Ich habe mich bei einer Werbung angemeldet und bin dann bei Ihnen rausgekommen. So würde man das richtig formulieren. Okay, aber diese Werbung geht ohne Online-Plattform nicht. Ja, und ich bin ja jetzt auf der Seite eingeloggt da bei euch. Okay, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, was suchen Sie auf unserer Webseite? Ja, jetzt aktuell gerade das Impressum. Aber habe ich noch nicht gefunden. Okay, Herr Steiner, vielleicht kann ich Sie dann vielleicht morgen erreichen. Können Sie einen Termin machen? Nee, warum denn morgen? Wir sind doch jetzt am Telefon. Nein, unsere Büro ist fast geschlossen. Also, wir haben schon Feierabend. Ja, wann aber... Wann können Sie morgen erreichen? Morgen bin ich nicht zu Hause. Ich fahre morgen ins Ausland und bin dann erstmal ganz lange weg. Ach,
habe verstanden. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise und einen schönen Abend, ja? Ja, alles klar, du Betrüger. Bitte? Betrüger. Herr Steiner, sind Sie in Ordnung? Geht Ihnen gut? Geht's Ihnen denn gut als Betrüger, so in einem Betrüger-Callcenter, wo man gerade Feierabend hat? Geht Ihnen gut? Ja, und geht's Ihnen gut in einem Betrüger-Callcenter, wo Sie gerade Feierabend haben? Oh mein Gott, Sie müssen also vielleicht zum Arzt gehen. Sagt die Betrügerin am Telefon, die so kranke Vorstellungen hat und Menschen beraubt. Okay, gut. Wie bitte? Ja, Sie sind nichts anderes als jemand, der bandenmäßigen Betrug macht. Das ist erbärmlich, was Sie für einen Job haben. Wie bitte? Schämen Sie sich nicht dafür? Nein, weil ich mache sowas nicht. Also, doch, das machen Sie doch jetzt gerade am Telefon. Also, das ist doch der beste Beweis. Also schämen Sie sich bitte. Ja, Sie sollten sich als Betrüger schämen. Weil Steiner? Mhm. Mein Name ist Daniel Stumpf. Ich bin Ihr Kontoberater. Ich habe gesehen, Sie haben mit meinen Kollegen auch... Und hat ein Interesse gehabt zu investieren. Habe ich recht? Weiß ich nicht, welche Firma ist denn das? Wie bitte? Von welcher Firma rufen Sie denn an? Von welcher Firma? MetaTrader. Von der Firma MetaTrader. Meteor Trade. Was? Meteor Trade. Meteor Trade. Ja, kenne ich nicht. Ja, genau. Das ist eine internationale Firma sozusagen. Haben Sie schon mal was gehört von investieren oder so? Ja, von investieren habe ich schon mal was gehört, aber von Ihrer Firma nicht. Haben Sie schon mal probiert zu investieren? Ja, na, so klar. Ja, ich habe ja gesehen, dass Sie auf unsere Startseite draufgegangen sind und hatten Interesse sozusagen. Nee, wie gesagt, Ihre Webseite kenne ich nicht. Ja, Ihr Handelskonto wurde nicht aktiviert, deswegen rufe ich Sie auch an. Ach so. Um zu helfen... Und alles erklären nochmal. Herr Steiner, was denken Sie? Haben Sie noch Interesse, für sowas Geld zu verdienen? Mhm. Weil ich sehe, Sie sind ein Radiojournalist, Herr Steiner. Was sagen Sie dazu? Oder verdienen Sie genug Geld? Ich verdiene genug Geld. Ja, und das wissen Sie, Geld muss immer arbeiten. Nee, Geld muss nicht arbeiten. Doch. Geld muss immer arbeiten. Wenn Geld nicht arbeitet, dann bleibt es immer auf derselben Stelle und es wird nicht immer höher. Naja, das kann man so oder so sehen. Wollen Sie nicht zum Beispiel mehr Geld verdienen und Ihre ganzen Ziele erreichen, was Sie überhaupt haben? Ja, aber bei Ihnen kann man doch gar keine Ziele erreichen. Wieso denn? Wieso denken Sie so? Naja, okay. Sie haben ja gar nicht probiert und dann sagen Sie sowas. Ja, ich muss doch gar nicht erst probieren, mein Geld zu verlieren bei Ihnen. Ich weiß es doch vorher schon, da muss man es doch gar nicht erst ausprobieren. Aber wieso haben Sie so ein Negativ, direkt so, keine Ahnung, dass Sie Geld verlieren? Sie können ja erstmal ausprobieren, Sie bekommen auch sogar von mir 25 Euro einen Bonus und dann können Sie mit diesen 25 Euro anfangen. Ihr Geld, was Sie reinmachen, Sie tun das nicht anfassen. Auch immer wieder können Sie das immer rausnehmen. Ja, dass genau das nicht funktioniert, das wissen wir doch beide. Wieso funktioniert das nicht? Gucken Sie, Sie haben gesagt, dass Sie schon mal was von Börse gehört haben. Wissen Sie, es gibt viele Leute, weltbekannte, zum Beispiel Elon Musk, kennen Sie bestimmt. Der investiert genauso. Bitcoin. Heutzutage ist Bitcoin richtig bekannt. Ja, aber ich brauche doch nicht mal einsteigen, wenn Bitcoin schon 70.000 Euro kostet. Aber es gibt ja noch andere sozusagen Bereiche, wo man investieren kann. Ja, das ist wohl wahr. Nur halt, das Problem ist halt, wenn man sein Geld in eine Betrügerfirma steckt und dann ein Demokonto vorgegaukelt bekommt, dann ist die Kohle natürlich weg. Ja, das natürlich, aber wir haben ja für sowas sozusagen eine Rechtsabteilung, wir haben Lizenzen für sowas. Über wen sind Sie denn reguliert? Wie, über wen? Ja, über welches Unternehmen oder welches Unternehmen reguliert Sie denn? Wir sind internationale Meteor Trade. Und wer reguliert Sie? Sie können auf der Startseite auch nochmal reingucken und alles anschauen. Ja, wer ist denn die Aufsichtsbehörde von Ihnen? Aufsichtsbehörde? In London. Und da ist auch Ihr Hauptsitz? Genau. Und wie heißt die Aufsichtsbehörde? Verstehe ich nicht. Ja, wie die Aufsichtsbehörde heißt.
Ah ja, genau. Und jetzt habt ihr wieder jemanden beschissen mit der Klingel im Hintergrund. Alles klar. Wieso sind beschissen? Also immer wenn bei euch die Klingel läutet, dann habt ihr wird entweder bei euch Geburtstag gefeiert. So eine blöde Ausrede habe ich schon gehört. Nein, aber der echte wahre Grund ist natürlich, dass ihr gerade 250 Euro abgezockt habt, wie bei allen anderen. Wenn sie bei uns klingelt, das heißt halt, das ist nicht wahr. Ein schlauer Mensch hat das Geld an euch überwiesen und ihr gebt dem das Geld nicht wieder zurück. Das ist der einzigste Punkt. Aber gucken Sie, haben Sie schon mal was von Lizenz irgendwas gehört? Hast du schon mal was von bandenmäßigem Betrug gehört? Und dass du, wenn ihr wirklich mal eine Razzia habt, ne? Dass du genauso dran bist, dass die auch dich einsperren dafür, das, was du gerade am Telefon tust. Gucken Sie. Du bist damit dran. Ich tue Sie nicht verarschen. Ja, natürlich verarschst du mich. Ich will ja nicht Ihre Bankdaten, verstehen Sie? Weißt du, das ist bandenmäßiger Betrug, was du machst. Das ist im höchsten Maße strafbar. Nee. Doch. Nee. Herr Steiner, Sie haben... Du kannst mir nicht mal sagen, wo ihr reguliert seid, weil du nicht mal die Frage kapierst. Ich hab doch gesagt, wir sind in London. Ich habe nicht gefragt, in welchem Land. Ich habe gefragt, bei welche Aufsichtsbehörde. Ey, jetzt haben wirklich drei Leute, ihr habt schon drei Leute in dieser kurzen Zeit beschissen. Ihr seid ein widerliches Callcenter, wirklich. Wieso ein Callcenter? Mhm. Jetzt antworte einfach mal auf meine Fragen. Von wem seid ihr reguliert? Von England kann man nicht reguliert sein. Von wem seid ihr reguliert? Internationale, verstehen Sie das? Ja, und wie heißt die Regulationsfirma, die euch überprüft? Das ist international, verstehen Sie? Ja, ich verstehe, genau. Weil sowas gibt es nicht, was du mir gerade antwortest. Wieso denn? Es gibt immer eine Firma, wie zum Beispiel in Deutschland macht es die BaFin. Was macht es? In Deutschland reguliert die BaFin. Und wer reguliert euch? BaFin, hörst zum ersten Mal. Ja, merke ich. Also das zeigt mir schon, dass du ein absoluter Betrüger bist, der gar keine Ahnung hat und noch nicht lange im Geschäft ist. Ja, verstehe Sie, Herr Steiner. Ja, dem Anschein nach nicht. Das macht keinen Sinn, wie ich verstehe, weil ich will Sie auch gar nicht betrügen. Natürlich willst du betrügen. Nein. Such dir lieber ganz schnell einen neuen Job, weil das, was du da tust, ist gefährlich, auch für dich. Denn wenn die Polizei euren Laden stürmt, dann bist du mit dran. Alles klar. Herr Steiner. Schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir auf gar keinen Fall. Hallo, schönen Tag. Mein Name ist Fabio Lanza. Ich bin hier vom Blockchain System. Sprechst du mit der Stadt? Hallo? Ja. Ich rufe ihn an über eine unbestätigte Transaktion informieren, was sie in unserem System haben. Also. Herr Steiner, das heißt, Sie haben früher mit Online-Handel Erfahrung gehabt. Stimmt das? Ja, das stimmt so, ja. Mhm. Also, und wir sind informiert, weil Sie noch nicht Ihre Profite erhalten haben. Meine Profite, weil ich die noch nicht erhalten habe? Ja, genau. Aha. Was denn für Profite? Also, stimmt das? Sie haben noch nicht eine Auszahlung erhalten. Ja, habe ich noch nicht gemacht, richtig, ja. Und also, wie viel ist da jetzt drauf? Wir haben einen Betrag, der so gelandet ist, einen einfrorenen Betrag in Ihrem Namen. Herr Steiner? Ich verstehe irgendwie kein Wort. Wie viel Euro also, habe ich können jetzt? Können Sie mich hören? Ja, über 30.000 Euro Betrag, das bei uns gelandet ist. 30.000 Euro habe ich auf Ihrem Konto. Das kann ich jetzt auszahlen, oder wie? Natürlich, Sie haben die Möglichkeit, diese Menge auszulassen. Aber das einzige Problem ist, wegen dieser Menge ist eingefroren und mit dem Status unbestätigt bei uns. Aha, na ja, dann zahlen wir das aus. Also, Sie müssen nur Ihren Status ändern, und einen Zertifizierungsprozess machen, damit die Menge erhalten lassen und natürlich auszahlen zu lassen. Also ich werde Ihnen gerne helfen, wenn Sie jetzt vor einem Computer sind vielleicht, oder nutzen Sie eine Tablette? Eine was? Eine Tablette oder eine andere Smartphone? Tabletten? Nee, Tabletten nehme ich momentan keine. Eine Computer, sind Sie vielleicht schon eine Computer jetzt? Sowas besitze ich, ja. Aber was haben denn Tabletten also, mit Computer zu tun?
Das ist gleich, wegen dieser eine Verbindung machen und Ihren Code in unser System lassen, damit Ihre Transaktion zeigen, Herr Steiner. Ja, naja, und gleichzeitig mit Auszahlung von Geld starten, wenn Sie wollen, natürlich. Ja, ja, das kann man dann gleich auszahlen. Soll ich Ihnen da mein Bankkonto sagen? Nicht jetzt, Herr Steiner. Das Wichtigste ist, Ihre Identität zu überprüfen. Und dann, Sie müssen Ihren Status ändern. Also vom unbestätigt nach bestätigt werden. Natürlich, das ist eine internationale Zahlung über Ihre IBAN-Nummer. Aber Sie müssen erstmal Ihren Status ändern. Sie müssen eine kleine Kaution bestehen, damit die Chance haben. Weil Sie haben keinen Zug in der Kapital. In dem Moment. Ja, also, das wird eine Einzahlung für uns zur Verfügung stehen. Vom 0,006 Bitcoin, das wird ungefähr 300 Euro. Das braucht unsere Finanzabteilung, damit ihren Status zu ändern. Und was wichtig ist, Sie bekommen wieder zurück diese Menge, diese Kaution am Ende des Prozesses. Also, das können wir ja dann da gleich von dem Konto nehmen, ja. Die Prozess dauert innerhalb 72 Stunden. 72 Stunden? Ja. Aha, ja, dann. Ungefähr 300 Tage. Mhm. Also, wollten Sie mit dem Auszahlungsprozess fahren, Herr Steiner? Ja, damit fangen wir dann an, ja. Okay, sind Sie jetzt vor dem Computer vielleicht? Ja, in der Nähe, ja. Was soll ich da machen? Nutzen Sie Anydesk in Ihrem Computer? Ja, was hat eine Anydesk damit zu tun? Sie fuchteln auf keinen Fall mit irgendeiner Fernwartungssoftware auf meinem Rechner rum. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Sie können mir mein Geld auszahlen, aber auf meinen Computer gucken können Sie nicht. Nee, das ist nicht mein Ziel, Herr Steiner. Nicht mein Ziel, in Ihren Computer zu gehen. Mein Ziel ist, Ihnen helfen, Ihre Transaktion zeigen und mit dem Auszahlungsprozess starten. Sie haben die Maus, die Stromkabel, Sie können das übernehmen. Ja, aber ich lasse Sie doch trotzdem nicht auf meinen Computer. Da hat ja keiner was drauf zu suchen. Sie lassen mich nicht trotzdem. Okay, ist eine Entscheidung, kein Problem. Wir müssen eine andere Lösung finden. Wenn das habe ich Ihnen gefragt. Nutzen Sie vielleicht eine Tablette oder ein anderes Smartphone? Ja, wie gesagt, Tabletten nutze ich momentan nicht. Weil Tabletten, finde ich, nimmt man nicht zu viel. Okay. Also, Herr Steiner, wie können wir das machen? Na, weiß ich doch nicht. Sie sind doch hier der komische Berater, der mich anruft und sagt, ich habe 30.000 Euro. Dann werden Sie mir doch die auszahlen können. Ich werde Ihnen gerne die Menge auszahlen lassen, aber das Problem ist der Status. Sie müssen Ihren Status ändern. Das können wir nur machen. Wir haben... Ja, dann sagen Sie mir, wo ich das ändern kann. Dann kann ich den Status ja ändern. Dann logge ich mich da jetzt auf Ihrer Webseite ein und drücke auf Status aktiv oder wie auch immer. Nee, das macht unsere Finanzabteilung, Steiner, das können Sie nicht selber machen. Ja, wozu brauchen Sie mich denn? Dann kann ja, wozu brauchen Sie mich denn? Dann kann doch die Finanzabteilung da das jetzt machen. Dann gebe ich das frei, ja. Also, ja natürlich, aber Sie müssen erstmal die Kaution bestellen, Herr Steiner. Weil wir haben keinen Zugriff in Ihrem Kapital. Wir können nicht abziehen 0,006 Bitcoin von der Menge. Ja, dann sagen Sie mir mal die Domain, wo soll ich mich denn einloggen? Ich werde Ihnen per E-Mail... Ne, Sie werden mir die jetzt buchstabieren. Ich kann nicht selber die Transaktion finden. Das ist mein Blockchain-System. Ja, sagen Sie mir jetzt mal die Domain von Ihrer Webseite. Blockchain-System. Ja, dann buchstabieren Sie das mal. Was? B wie Barcelona. Ja, ein B wie Bertha, Ja, genau. Was? Wie lange? Ein L wie Ludwig. Ludwig, ja. Eine O wie Oma. Otto, ja. Eine C. Ein C wie Cäsar. Ja. Weiter? Ein K wie Kaufmann? Ja. Ein C wieder wie Cäsar? Ein H? Ja. Ein E wie England? Ein was?
ein E, wie England. Nach welchem Buchstaben? Wie England, England. Ja, also wir sind jetzt bei... Also ich habe jetzt CH und dann ein E. Also, Herr Steiner, Sie können nicht selber Ihre Transaktion finden. Da steht nur die Zahlen und Nummern. Also nur wir haben die Möglichkeit, die Transaktion, Ihre Transaktion finden. Also, ja, ich will jetzt erstmal auf der Webseite. Wir haben jetzt Block. Also ich mache jetzt hier nochmal zwei Buchstaben weg. Also ich habe jetzt ein B wie Bertha, ein L wie Ludwig, ein O wie Otto, ein C wie Cäsar, ein K wie Konrad und weiter? Blockchain. Ein C wie Cäsar, ja. Normal. Ein H, ein E wie England. Ja. Ein E und ein N am Ende. Also Blockchain. Oder wie? Also Doppel-E und N. Block. Und dann? Und das war's. Ja, .de, .com, .org, .eu. .com. Hier steht irgendwas, dass ich die Domain kaufen kann. Wir sind keine Online-Trading-Firma. Wissen Sie, was Blockchain ist? Herr Steiner. Ja, aber das auf die Seite komme ich hier nicht. Das ist okay, irgendwas anderes hier. Damit die tätige Transaktionen von der ganzen Welt und sie beschützen. Also. Eigentlich will ich doch jetzt erstmal nur auf die Webseite und da bin ich irgendwie nicht angekommen. Ich bin jetzt auf irgendeiner Domain-Vermietungswebseite. Also ich dachte, Sie wollen mir helfen, aber Sie können ja nicht mal Ihre eigene Domain buchstabieren. Ja, ich kann also gehen Sie vor den Computer und ich sage Ihnen, die Tage helfen mit dem Auswahlprozess. Oh, ich weiß nicht, was Sie machen vor dem Computer jetzt. Na, Sie haben doch gesagt, ich soll zum Computer und ich wollte jetzt die Webseite haben. Herr Steiner, also Sie haben den Maus da, das Stromkabel, den Computer. Ja und? Was ist damit jetzt? Also können wir eine Verbindung machen? Ja, dann müssen Sie mir Ihren Webseitennamen vernünftig sagen. Dann können wir da eine Verbindung machen zu der Webseite, ja. Blockchain System. Also, ich werde Ihnen alles per E-Mail schicken, Herr Steiner. Ist okay? Nee, ich möchte jetzt nicht... Ich sage Ihnen, Sie haben keine Möglichkeit, Ihre Transaktion selber zu finden. Was wollen Sie mit Blockchain-System? Ja, aber dann können Sie ja absolut nur ein Betrüger sein, wenn ich meine eigene Transaktion nicht finden kann. Was kann ich sein? Ein Betrüger? Genau. Wenn Sie nicht selber Ihre Transaktion finden können? Richtig. Ihre Transaktion, wir bekommen vom FCA, Herr Steiner, vom Financial Conduct Authority. Ja, ja. Und da sind nur Zahlen und Nummern. Also da ist keine Annahme dazu. Das ist ja ein sehr tolles Märchen, was Sie sich da ausgedacht haben. Also. Glaubt Ihnen das jemand? Herr Steiner. Gibt es noch viele dumme Menschen, die das einfallen? Wenn Sie kein Interesse haben, ich werde den Betrag blockieren. Wenn Sie Interesse haben, wir können eine Verbindung machen und ich werde Ihnen gerne helfen. Nee, ist ja mein Geld, dann steht mir das auch zu. Da können Sie gar nichts blockieren. Ich will denn die Kohle jetzt ausgezahlt haben. Und zwar sofort. Ja, das verbiete ich Ihnen aber. Ist ja mein Geld. Okay, wie können wir das machen dann? Nein. Sie lassen mich nicht... weiß ich nicht, wie wir das machen können. Also, das brauchen wir dazu nicht. Wollten das Transaktion selber finden. Ich sage Ihnen, das ist nicht möglich. Ja, und wozu brauchen Sie denn mich, oder wozu wollen Sie denn auf meinen Computer? Das ist ja komplett Blödsinn. Das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ist in Ihren Computer zu gehen, Herr Steiner. Sie können das Programm herunterladen in Ihr Handy, Ihr Smartphone und in einer Tablette und wir können dann eine Verbindung machen. Ja, das heißt Tablet und nicht Tablette. So blöd kann man doch gar nicht sein. Also, können wir eine Verbindung machen oder nicht, Herr Steiner? Ja, auf gar keinen Fall lasse ich Sie mit Anydesk auf meinen Rechner. Das wird nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Dann sind Sie definitiv Betrüger und Abzocker. Wussten Sie, dass Sie eigentlich ein bandenmäßiger Betrüger sind? Herr Steiner. Ja, Sie sind bandenmäßiger Betrüger. Herr Kinnen. Herr Thales? Ja.
Mein Name ist Irene Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, das ist aber ein schöner Name. Mein Name. Ich rufe Sie, weil Sie sich für gesetzliches Einkommen interessiert haben. Für ein gesetzliches Einkommen? Zusätzliches Einkommen. Ach, ein zusätzliches Einkommen. Ja, genau. Es geht um den Finanzmarkt. Verschiedene Finanzinstrumente, Bitcoin-Sache und so. Ja. Sagen Sie bitte, ist das immer noch aktuell für Sie? Ja, das ist sehr spannend. Wunderschön. Also, ich brauche ein paar Minuten Ihrer Zeit, um unser Angebot zu erzählen. Ja. Okay. Bei uns besteht die Möglichkeit, mit dem Boot zu arbeiten. Ich bin sicher, dass Sie über ein Boot schon etwas gehört haben, oder? Mit einem Boot. Boot? Das ist Software für automatisierten Handel. Ach so, ich dachte so ein Boot zum auf dem Wasser fahren. Ja, fast. Aber mit diesem Boot fahren wir auf den Finanzmarkt und bekommen Geld. Okay. Er wird alles automatisch machen. Das heißt, dass Sie bis 10 Minuten täglich brauchen, einfach um alles zu kontrollieren. Dieser Boot hat auch Staplersystem. Ein Staplersystem? Oder was meinen Sie? Ich höre Sie nicht mehr. Hören. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Wunderschön. Also, ich habe über Staplersystem gesagt. Sagen Sie bitte, haben Sie etwas schon darüber gehört? Nee, bis jetzt noch nicht. Staplersystem, das heißt, dass Sie nicht mehr als 3 Euro verlieren können. Falls Sie es verloren haben, werden Ihre alle Transaktionen gestoppt und nur Sie selber können Ihr Handelskonto wieder aktualisieren. Ja. Das bedeutet schöne Sicherheit für Sie, glaube ich. Wir bitten auch Probezeit an. Hier sind Sie wieder weg. Ihre Leitung ist irgendwie schlecht. Wo? Bitte? Sie waren gerade wieder weg. Ihre Leitung ist schlecht. Ach so. Und jetzt hören Sie mich wieder. Jetzt geht's wieder, ja. Okay, wunderschön. Also wie gesagt, Sie haben Möglichkeit, Probezeit zu nehmen. Für 4 Wochen. Ja, aber eine Probezeit brauche ich nicht. Während dieser Woche. Bitte? Ich sage, eine Probezeit brauche ich nicht. Ich will gleich vernünftig Geld verdienen. Aber Sie werden doch. Was? Warum Probezeit? Und warum wäre es schön, das zu nehmen? Weil in diesen 4 Wochen werden Sie ohne Kommissionen handeln. Alles. Also ohne Emissionen handeln. Okay, dann ist es ja umweltfreundlich. Keine Kommissionen, Sie sollen nichts nachzahlen. Ach, Kommission, ich habe Emission verstanden. Kommission. Ja. So, und Sie bekommen auch den Helfer von Boot. Das ist Analytiker. Finanzmarkt ist sein Bereich. Ja. Und Sie werden alles, was Finanzmarkt angeht, besprechen. Welche Finanzinstrumente gibt es und welche wäre es besser zu wählen und so weiter und so fort. Ja, welche Finanzinstrumente gibt es denn bei Ihnen? Oh, bei uns gibt es sehr viele Finanzinstrumente, wie Kryptowährungen, am populärsten Bitcoin, bin ich sicher, dass Sie es wissen. Ja. Aktien von verschiedenen Firmen, dazu gehören Amazon, Apple, Google und so weiter. Ja. Wir arbeiten auch mit Rohstoffen und Währungsparen. Ja? Mit welchem Finanzinstrument würden Sie gerne arbeiten? Ich habe mal überlegt, hier mit Helium zu handeln. Okay, so. Auf jeden Fall, Sie werden alles mit Hilfe von Boot besprechen. Und ich würde gerne empfehlen, mit ihm alles zu besprechen. Also, sagen Sie bitte, wäre es interessant für Sie, mit uns zu arbeiten? Ja, wäre spannend. Wunderschön. Wenn Sie jetzt Zeit haben, können wir Ihr Handelskonto schaffen. Ja. Ich kann
unsere Plattform schicken. Sagen Sie bitte, ob Sie WhatsApp unter dieser Nummer haben. Nee, das ist eine Festnetznummer. Okay. Dann per E-Mail oder WhatsApp? Ich glaube, WhatsApp ist bequemer, oder? Nee, per E-Mail ist einfacher. Einfacher? Okay. Dann prüfen wir Ihre E-Mail-Adresse. Können Sie bitte sagen, welche Sie haben? Oh, ich habe so viele E-Mail-Adressen. Welche haben Sie denn da vorliegen? Ich höre Sie wieder so schlecht. Bitte? Ich sage, ich höre Sie wieder so schlecht. Ach so, ich sage, dass... ich bitte Sie, Ihre E-Mail-Adresse zu sagen, damit ich das irgendwie einschreibe und dann E-Mails schicke. Na, haben Sie dann nicht schon meine E-Mail-Adresse? Leider nicht. Ach, nicht? Aber im Kopf habe ich die jetzt auch nicht. Ach so. Aber wir können mal probieren. Haben Sie... Okay. Sichern wir das machen? Wie bitte? Also, wie kann ich Ihnen unser Link schicken, damit Sie da alle sich anschauen können? Na, Sie können den ja buchstabieren. Meinen Sie, dass Sie können mir das buchstabieren? Nee, Sie können mir doch die Domain buchstabieren. Leider habe ich nur Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Ich meine, Sie können mir doch das, was Sie mir schicken wollen, buchstabieren. Ja, das kann ich Ihnen natürlich schicken, aber zuerst brauche ich es zu haben. Buchstabieren, sagen, mit dem Mund durchgeben. Sie können es nicht machen? Nee, die Frage war, können Sie das nicht machen? Wie ich gesagt habe, leider habe ich... Also ich habe das Gefühl, Ihr Mund ist nur zum Blasen da, aber zum Sprechen funktioniert irgendwie nicht. Was meinen Sie damit? Ja, sind Sie mit der Zunge gut? Hallo? Verstehen Sie, was ich meine? Nee, da war gerade wieder die Leitung weg. Sehr schade, das zu hören. Auf jeden Fall, seien Sie bitte so nett und sagen Sie, wie Ihre E-Mail-Adresse heißt, ja, damit ich Ihnen per E-Mail und den Link schicken kann. Ja, dann nehmen Sie einfach meinen Vornamen und den Nachnamen. Okay, Klaus Thaler. Ja, ja? Genau. Dann nach Klaus und nach Thaler kommt dann ein Punkt. Klaus Punkt. Ja, also Klaus Punkt Thaler, ja. Okay. Dann noch ein Punkt. Okay. Da kommt dann eine 1. 1. 7. 7. 3. 3. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 3. 3. 9. Okay. Und dann ein Ad-Zeichen. Okay. Ein M wie Muschi. N. Ein M wie Muschi. Okay. Dann ein D wie Dödel. Okay. Ein C wie, keine Ahnung, mir fällt nicht mit C ein. Haben Sie? Hallo? Hallo? Ja, haben Sie? Welche Buchstabe? Wo sind Sie denn jetzt? M, D. Ja. Weiter. Dann ein C. C wie Tobias? Nein, ein C. Ein C wie, mir fällt doch nicht zu C ein gerade. Fisch? Was? Phoebe. Nein, ein C wie... Mensch, mir fällt kein Wort mit C ein. Also nach S, MDF klingt irgendwie komisch. Ich habe noch nie solche E-Mail-Adresse gesehen. Ja, haben Sie auch gerade falsch gesagt. Bitte?
Ja, haben Sie auch gerade falsch gesagt, ein M, ein D, haben Sie? Ja. Dann ein C und noch ein C, also zweimal das C. C wie Klaus? Nee, C wie Cock. Okay. Dann, also zweimal, ja? Zweimal. Ja. Dann ein F. Wie Füße lecken zum Beispiel. Dann ein U. M, D, C, C. F, haben Sie? Ich finde, Sie brauchen ganz schön lange. Ich habe das jetzt fast durchbuchstabiert, aber irgendwie, das nervt. Können wir das von Anfang an machen? Ja, dann lesen Sie vor, was Sie haben. Ich bin nicht sicher, ob ich richtig ausgeschrieben habe. Ja, dann lesen Sie mal vor, dann kann ich es korrigieren, falls es falsch ist. Also bei mir steht etwas mit den Zahlen nicht. Also Klaus, Ed, Thaler? Nee. Da haben Sie jetzt die Zahlen da? Ja, ich habe Zahlen. Ja, dann lesen Sie die mal vor. 9, 3, 7, 8, 9, 3, 7, 1. Ja, genau, das ist richtig. Alles klar. Also auf jeden Fall danke für meine versäumte Zeit. Ich glaube, dass viel Spaß für Sie gemacht hat. Ja, ich und denke, Sie sind... Und vielleicht rufe ich Sie später an. Ich denke, Sie sind einfach nur eine Betrügerin. Oh, das war unhöflich. Nee, das war nicht unhöflich. Sagen Sie bitte, warum Sie das so denken. Unhöflich wäre, wenn ich sage, du arbeitest als Nutte. Oder als Hure, sagen nee. Ja meistens deine Kollegen immer. Das ich wäre glaube, unhöflich. Ihre Mutter wäre stolz auf Sie, wenn ja. Sie so zu ihr sagen. Ja, ist sie doch auch. Aber ich habe keine Ahnung, was Sie meinen und warum Sie so mit mir sprechen. Ja, weil, ich war sehr nett weil mit Sie Betrügerin sind. Und es ist und sehr du kannst schade kein Deutsch. Solche Menschen. Ich habe bitte kein du kannst Deutsch. Kein Deutsch. Ja, ich kann kein Deutsch, gar kein Wort. Sie haben recht. Genau. Sie wir lesen zufrieden? Nur ab. Ja. Das freut mich zu hören. Herzlich ich willkommen auf Ihnen YouTube. Alles Gute. Ja, danke sehr. Jo. Irene Meyer. Jo. Mein Name ist Irene Meyer. Prima. Ja? Ja, vielleicht will ich mal jemand buchen. Danke schön für Ihre Antwort. Ich hoffe, dass Sie viel Spaß hatten. Ja, magst du eigentlich Analsex? Ne. Okay. Ich glaube nicht. Gut. Dann weiß ich Bescheid.